So, dann reiben wir uns mal die Hände und wirbeln den Schnurrbart und betreiben Handel. Wir haben hier mehrere Optionen. Die habt ihr vorher auch schon gesehen, aber bin noch nicht wirklich drauf eingegangen. Werde ich auch erst nach und nach machen. Hier wollen wir jetzt den untersten Reiter nehmen von diesen 5 Stück und Handel. Diese Station verkauft Erz und braucht Energiezellen. Es wird für die Herstellung der meisten technischen Produkte verwendet. Erz wird in Erzminen, die auf kleinen Asteroiden gebaut werden, gewonnen. Ja, und genau das werde ich jetzt mal ausstellen. Der Computer hat nämlich als Standardeinstellung, dass er fast jede Ressource und jede Station ausführlich erklärt. Aber ich habe es nicht so gerne, wenn man mir über den Mund fährt. Also, Option, Audio, ausführliche Computerinformationen, nein. Untertitel anzeigen, ja. Stationsdurchsagen abschalten, ja. Klick. Das solltet ihr nicht unbedingt machen, denn diese Stationsansagen sind teilweise auch recht lustig. Da sind jede Menge Gags drin versteckt. Aber ja, wir wollen jetzt handeln, und zwar ungestört. Hier sehen wir jetzt diese Erzmine. Verkauft, wie gesagt, Erz zu einem Preis von 173 Krells. Und sie haben 470 Einheiten im Lager von maximal 1664. Diese Anzeige hier ist sehr, sehr wichtig. Auf die Credits muss man gar nicht so sehr achten. Also natürlich muss man auf sein Geld achten, aber das Wichtigste ist wirklich, wie voll das Lager ist. Denn je voller das Lager ist, desto geringer werden die Preise. Das heißt, man wartet im Idealfall, bis die Lager fast voll sind, kauft dann alles auf zu demselben Preis. Also es ist nicht so, dass der Computer umrechnet. Normalerweise würde man sagen, okay, das Lager ist voll. Wenn man denn alles kaufen wollen würde, dann würde man ja nicht den Preis für alle Waren nehmen, der gerade zu dem Zeitpunkt ist, sondern müsste umrechnen. Man würde sagen, okay, das erste, was man kauft, kostet dann noch, sagen wir mal, 80 Credits. Das zweite kostet dann schon 81 Credits. Das 15. kostet dann 90 Credits und so weiter. So wäre es, glaube ich, in Wirklichkeit. Da rechnet hier aber der ein wenig anders. Das heißt, wenn das Lager voll ist und das Erz nur 80 Credits kostet, kosten alle 1664 Einheiten, die man dann auf einmal kauft, auch nur 80 Credits. Und so macht man Profit. Hier unten sieht man die Ressourcen, die diese Station braucht. Sie braucht nur Energiezellen. Und da hat sie auch recht viele von. Das Lager ist halb voll. Und dementsprechend ist der Preis auch nicht sehr gut. Das heißt, wenn wir jetzt Energiezellen verkaufen wollen würden, müssten wir uns eine Station suchen, wo deren Lager für Energiezellen fast leer ist. Dann zahlen die nämlich einen guten Preis. Und auch da zahlen die diesen guten Preis für unsere komplette Ladung, egal wie viele das sind. Also am besten immer in Massen verkaufen. Denn wenn wir jetzt nur ein kleines bisschen verkaufen oder kaufen würden, dann verändert sich der Preis wieder. Und wenn wir dann 10 Minuten später mit der gleichen Ware wieder ankommen, ist der Preis nicht mehr so gut, wie er eigentlich gewesen wäre, hätten wir alles auf einmal verkauft. Und ja, das macht Sinn. Das ist halt Spielmechanik. Aber gut, was noch wichtig ist, es gibt primäre Ressourcen und sekundäre Ressourcen. Diese Energiezellen zum Beispiel könnten auch als sekundäre Ressource irgendwo auftauchen. Wenn man die Wahl hat zwischen zwei Stationen, wo man etwas verkaufen möchte, und das, was man verkaufen möchte, einmal eine Primärressource ist und einmal eine Sekundärressource ist, sollte man meistens da verkaufen, wo es die Primärressource ist. Denn für Primärressourcen gibt es immer mehr Credits. Natürlich, wenn das Lager bei den Primären fast leer ist und bei den Sekundären es vollkommen leer ist, sollte man trotzdem noch bei den Sekundären verkaufen. Weil der Preis dann trotzdem noch höher ist, obwohl es nur eine sekundäre Ressource ist. Muss man halt abwägen. Aber mit der Zeit kriegt man auch recht schnell ein Gefühl für. Außerdem merkt man sich auch die Preise mit der Zeit. Zum Beispiel Energiezellen sind minimal für 12 Credits pro Stück zu bekommen und maximal für 20 Credits das Stück zu verkaufen. Soweit ich weiß. Das heißt, man tigert meistens durch die Gegend, kauft es für 12 bis 13 Credits pro Stück an und verkauft es bis 18 bis 20 Credits wieder. Ist zwar nicht besonders viel an Gewinnmarge, aber dafür passt da sehr viel von in den Stauraum rein. So, für uns ist diese Station jetzt nicht interessant, weil deren Verkaufslager nicht ganz voll ist. Also ist nicht mehr zu einem Drittel gefüllt. Der Preis ist viel zu überteuert. Also verabschieden wir uns von dieser Station. So. Wir könnten jetzt in der Station auch noch Tauschhandel betreiben. Tauschhandel benutze ich eigentlich nie. Es soll wohl ganz schick sein, wenn man da mal ein Schnäppchen findet, aber es ist einfach zu viel Arbeit und bringt in meinen Augen zu wenig. Ich kann da mal raufklicken. Tauschhandel besagt, man ist auf dieser Station und sucht da andere Händler und guckt, was die so im Angebot haben.
Das heißt, man könnte jetzt Warenankauf klicken und sieht jetzt hier, die Händlerin Tracy Halter verkauft 28 Kahuna Fleischblöcke. Dafür will sie haben, wenn man raufklickt, entweder 1500 Credits, 98 Energiezellen oder 5 Stoffreime. So könnte man also seine Waren gegen andere Waren tauschen. Man muss nur immer wissen, wie viel was wert ist. Das heißt, man muss vorher schon eine Liste im Kopf haben von den ganzen Preisen, weil sonst wird man einfach tierisch über den Tisch gezogen. Außerdem sind die Mengen halt recht gering. Also aber hier, 17 Stoffreime, das ist fast gar nichts. Oder Energiezellen, 183. In so einen vollen Tanker passen da mehrere tausend Stück von rein. Und allein die Zeit, die man jetzt verbraucht, um da die richtigen Preise rauszusuchen und das richtige Gegenangebot zu machen, in der Zeit könnte man schon ein, zwei Runden geflogen sein und da 80 bis 100.000 Credits verdient haben, allein an einem Verkauf. Also ja, für mich nicht wirklich interessant. So, das heißt, hier gehen wir gleich wieder raus. Und docken ab. Drücken mal Tab für maximale Beschleunigung und entfernen uns ein wenig von der Station, damit wir nicht aus Versehen von irgendeinem einkommenden Händler gerammt werden. Und drücken dann mal wieder Punkt für die Sektorkarte und suchen uns eine andere Mine. Wir waren eben gerade bei der Erzmine M-Beta. Das ist die da. Jetzt könnten wir zu Alpha und Gamma noch fliegen und gucken, wie die Preise sind. Oder wir klicken einfach drauf und sagen Info und gucken uns hier das Ganze auch noch an. Man kann sich die Sachen nämlich innerhalb des Sektors auch über die Karte angucken. Man kann sich die Sache auch außerhalb des Sektors, also wenn wir irgendwo anders sind, angucken, wenn wir hier entweder ein Schiff haben oder einen Satelliten. Deswegen ist es später auch sehr wichtig, dass man ein Satellitennetzwerk aufstellt in den wichtigsten Regionen, dass man jederzeit gucken kann, wo was angeboten wird. So, also bei M-Alpha klicken wir nochmal rauf, drücken U oder klicken direkt drauf und sehen, deren Erzlager ist fast voll. Sehr schön. Wir sehen zwar nicht, wie teuer das ist, aber ich habe ja vorher schon gesagt, der Preis ist gar nicht so wichtig, denn je nachdem, wie voll das Lager ist, wird der Preis schon gut sein. Wie viel oder wie wenig das ist, ist vollkommen egal. Weil wenn das irgendeine Ware ist, die nicht sehr viel wert ist, wird man davon sehr viel ins Lager reinbekommen. Weil die Sachen, die wenig wert sind, wiegen meistens auch wenig. Das heißt, dann macht dann halt die Masse den Unterschied. So, aber bevor mir jetzt das jemand wegschnappt, klicke ich drauf und drücke Autopilot. Denn ja, andere Händler vom NPC gesteuert fliegen hier auch durch die Gegend und schnappen einen schon manchmal Sachen vor der Nase weg. Das heißt, wenn man sieht, da ist jetzt die Station, wo wir hinwollen und wir sehen irgendeinen Transporter, das sind diese länglichen Dinger hier, auch dahin fliegen, dann kann es sein, dass der genau das kaufen will, was wir kaufen wollen. Dadurch wird das ein Lager. Wäre das Lager von der Erzmine wieder geringer und der Preis wäre für uns zu hoch und wir müssten weiterziehen. Das ist dann nervig. Aber das kann man später umgehen. Zum einen, indem man das eigene Raumschiff ein bisschen aufstuft, also allgemein schneller fliegen lässt, ein bisschen wendiger werden lässt, den Booster kauft, dass man schneller beschleunigen kann. Dann gibt es auch noch einen Docking-Computer. Dadurch kann man, sobald man in der Umgebung von 5 Kilometern um eine Station ist, einfach Shift-D drücken und dockt sofort an. Man muss zu keinem grünen Licht fliegen, man muss keinen Dock-Computer benutzen, also wie ich das gerade gemacht habe. Man wird sofort quasi hin teleportiert. So spart man tierisch viel Zeit. Also zum einen ist das wichtig, dass man nicht unterboten wird von diesen anderen Händlern, die vor einem docken, aber auch für Missionen, die man annehmen kann später. Die sind nämlich zeitlich begrenzt. Also flieg innerhalb von 5 Minuten von dem Sektor zu dem Sektor und bring die und die Ressourcen mit. Da ist es schon sehr wichtig, so einen Dockcomputer, Booster und ein gut ausgerüstetes Schiff zu haben. Die Mission sieht man hier. Neben den Stationen, wenn man in deren Radarreichweite ist, sieht man diese kleinen Zeichen. Das Fadenkreuz bedeutet, hier ist eine Kampfmission angeboten. Da wir aber kein Kämpfer sind, ist das uninteressant. Hier haben wir eine Forschungsmission, auch wenn das wenigstens recht selten mit Forschung zu tun hat. Meistens muss man da irgendwelchen Leuten hinterherfliegen, gucken, wo die hinwollen. Oder es werden Sektorenkarten angeboten oder die Asteroidenscans werden verkauft. Also wie viel Erze in einem Sektor, also wie viel Erze in einem Asteroiden in einem Sektor vorhanden sind, damit man das nicht selber machen muss. Aber da gucke ich selten auch auf. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, wenn ich denn die Zeit dafür habe und die entsprechende Ausrüstung und Schiffe, sind Dollarzeichen oder Eurozeichen, sieht es eher aus. Das sind dann die Händlermissionen. Die bestehen darin, dass man entweder irgendwelche Leute von Punkt A nach Punkt B bringen soll,
Dafür braucht man aber ein Lebenserhaltungssystem, was wir erstmal kaufen müssen, was wir noch nicht haben. Dann gibt es auch Transportmissionen, also bringe Ware A von A nach B. Und es gibt Beschaffungsmissionen. Also die sagen einfach nur, wir brauchen jetzt sofort 18.000 Energiezellen und es liegt an dir, wo du die herbekommst. Und dafür hat man dann nur ein paar Minuten Zeit. Die sind teilweise recht schwer zu erfüllen, vor allem wenn später der eigene Händlerrang recht hoch ist. Denn je höher die Ränge sind, es gibt Händlerränge und Kämpferränge, je höher die Ränge sind, desto schwieriger sind auch die Missionen. Und dann ist später der Laderaum einfach nicht mehr groß genug. Wenn die dann sagen, man braucht 17.000 Energiezellen, in meinen Transporter hier passen, glaube ich, gerade mal 2.000 oder so rein. Das heißt, da müsste theoretisch 8 oder 9 von diesen Transportern schon in der Nähe haben, die dann alle zu dieser einen Station fliegen. Oder man braucht halt größere Schiffe. Aber ja, das kommt alles mit der Zeit. Wir sind, wie ihr sehen könnt, immer noch auf dem Weg mit dem Autopiloten und maximaler Geschwindigkeit, die nicht besonders hoch ist, zu der Minenkolonie. Aber das dauert ewig lange. Deswegen drücke ich jetzt mal J. Und tada, schon sind wir wesentlich schneller. Also optisch sind wir wesentlich schneller, bewegen uns schneller voran. Aber die Geschwindigkeit ist immer noch die gleiche. Das nennt sich Sinza. Dadurch wird die Zeit quasi versechsfacht. Das heißt, das ganze Universum und auch unser Raumschiff wird mit der sechsfachen Geschwindigkeit berechnet. Aber für uns vergeht halt die gleiche Zeit. Das ist extrem praktisch für solche langen Flüge wie das hier. Und man kann das auch sehr missbrauchen. Da ja die Preise davon abhängen, wie hoch der Stand ist von einer Station, also der Lagerbestand, und der Lagerbestand sich mit der Zeit verändert, könnte man einfach vor der Station hocken, den Sinza laufen lassen, den kann man auch auf 1000% stellen, statt nur 600, und dann warten, bis die Lager voll sind. Dann Sinza deaktivieren, andocken, zum besten Preis kaufen und weiterfliegen. Aber das ist eine Taktik, die ich nicht benutze, das ist mir einfach zu unfair. Ich versuche allgemein Sinza nur zu benutzen, um schneller von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Weil sonst verliert das Spiel recht schnell den Spielspaß. Man kann auch später einfach nur den Computer über Nacht laufen lassen und seine automatisierten Händler währenddessen berechnen. Dann kommt man halt morgens wieder und hat hunderte von Millionen auf dem Konto. Das ist ein wenig komisch. Aber naja. Im Namen des Präsidenten und Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen an Bord. So. Handelsnetzwerk hergestellt. Die reden immer noch ein bisschen viel, aber das ist der Standardtext. So, jetzt sind wir anscheinend nicht zu spät gekommen. Das Lager ist fast voll und der Preis liegt bei 74 Credits. Das heißt, wir klicken jetzt hier unten drauf und kaufen die maximale Anzahl. Ich habe einfach hier ganz rechts hingeklickt. Dann seht ihr hier, wir werden 9102 Credits benutzen und werden danach nur noch 22 überhaben. Man kann das Ganze auch mit den Pfeiltasten machen. Ich drücke jetzt mal einmal Pfeiltaste links. Dann seht ihr, es sind nur noch 122 auf dem Schiff und 1150 auf dem Markt. Wenn ich jetzt wieder nach rechts drücke, hätten wir ein mehr auf dem Schiff, ein weniger auf dem Markt. Man kann auch einfach direkt eine Zahl hier eingeben, zum Beispiel 33.333. Wenn ich jetzt einmal nach rechts drücke, versucht er, diese Anzahl zu verschieben. Geht in unserem Fall natürlich nicht, weil nicht so viele vorhanden sind. Aber so kann man später genau einstellen, wie viel von einer Ressource man gerne hätte. So, ich drücke einfach mal nochmal hier hin und drücke OK, bevor uns irgendjemand das wegschnappt. Und schon hat sich der Preis verändert. Der Preis ist mal eben um 14 Punkte, wenn ich mich richtig erinnere, zu unseren Ungunsten hat er sich verändert. Weil wir halt nur so eine kleine Menge gekauft haben. Hätten wir jetzt unser ganzes Lager voll machen können, wäre der Preis bestimmt auf 100 oder so gestiegen. Eben gerade kam auch eine Nachricht, dass unser Ansehen sich verändert hat. Ich klicke mal hier ganz oben drauf und dann auf meinen Pilotenstatus. Hier oben sieht man unseren Namen, Hari Ghul, wie viele Credits wir haben, noch 22 Stück. Wir sind in Herons Nebula und wir sind Profitjäger. Das ist unser Titel als Händler. Da sind wir bei 60%. Hier drunter ist unser Kampftitel. Wir sind harmlos bei 0%, weil wir halt noch keinen einzigen Gegner angegriffen haben. Das wird sich auch die nächsten Folgen nicht verändern, denn wie gesagt, ich spiele hier einen Pazifisten, solange bis wir ein riesiges Handelsimperium aufgebaut haben und mir langweilig wird. Dann gilt es daran, die Waffen auszupacken, die selbstgebauten Waffen auszupacken und auf die selbstgebauten Schiffe zu montieren und so weiter. Ja, dennoch jede Menge andere Informationen, die aber nicht ganz so wichtig sind. Was noch wichtig ist, ist hier das. Hier steht Argonen-Mitglied der Föderation 0%.
Das ist sowas Ähnliches wie hier unser Rang bei den Händlern und Kämpfern, aber es hat mit den Rassen zu tun. Eingehende Nachricht. Oh, eine Nachricht, die muss ich gleich mal lesen. Ja, das sind die Rassenansehen. Momentan haben wir nur die Argonen. Argonen sind Menschen, aber es sind nicht die, wie definiere ich das mal, die richtigen Menschen? Also es gibt Terraner auch in dem Spiel. Die leben auch auf Terra, also auf der Erde. Die Argonen leben ganz, ganz woanders, sind aber auch Menschen, die einmal von der Erde losgeflogen sind, aber dann den Kontakt verloren haben. Und die beiden Brüdervölker sozusagen, weil es ja beides Menschen sind, stehen sich momentan in so einer Art kaltem Krieg gegenüber. Aber das wird im Rahmen der Spielhandlung noch genauer erklärt. So, also bei denen haben wir bisher Ansehen 0% als Mitglied der Föderation. Das ist schon ein recht guter Stand. Also wir können an deren Stationen andocken, wir können Handel treiben und wir können auch schon die meisten Waren kaufen. Wir werden jetzt aber noch keinen Titanen oder irgendwelche riesigen Stationen kaufen können. Dafür ist unser Rang noch nicht hoch genug. Der Rang erhöht sich aber allein durch das Handeln schon. Das heißt, man muss keine Kampfmission fliegen, um Ansehen zu bekommen bei den Völkern. So, jetzt gucken wir mal die Nachricht an. Oh ja, das ist schon die erste Mission. Ich lese mal ganz kurz vor. Ja. Die argonischen Behörden fordern alle Piloten aller Völker auf, ihrer Pflicht als Mitglieder der Gemeinschaft um Bemühungen eines guten Miteinanders aller Rassen nachzukommen und den Terranern in der Übergangsphase aus ihrer Isolation so gut es geht behilflich zu sein. Heißen wir sie herzlich in der Mitte unserer wunderbaren Gemeinschaft willkommen. Zahlreiche bedeutende Aufträge, die Terraner bei ihrer Bemühung unterstützen, können an den Stationen und Docks in Omicron Lyrae angenommen werden. Da sollten wir also hinfliegen, sobald wir soweit sind. Trotz einiger Spannungen haben die Terraner Verhandlungen mit allen bekannten Völkern der Gemeinschaft aufgenommen. Also diese Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft aus den Argonen und noch einigen anderen Völkern, also aus Menschen, nicht die Erdlinge, sondern die anderen Menschen, halt die Argonen und den anderen Völkern. Das ist die Gemeinschaft. Seitdem wieder eine Torverbindung zwischen den Sektoren der Gemeinschaft und dem Sonnensystem besteht, erkunden sie unsere Systeme immer ausführlicher. Offenkundig auf der Suche nach neuen Handelspartnern und zur Forschung. Genau. Die Regierung der Split und Paraniden jedoch sahen in diesen Anstrengungen Spionageaktionen seitens der Terraner und zeigten sich darüber sehr verärgert. Die Argonen, also die anderen Menschen, auf deren Territorium die Verhandlungen stattfinden, bleiben daher diejenigen, die den Terranern am nächsten stehen. Aus genetischen wie territorialer Sicht. Die Terraner, die zurzeit ihre fortgeschrittene Technologie verbissen schützen, erlauben allerdings ihrerseits keinen freien Zugang zum Sonnensystem und selbst Angehörige der Terraner werden ohne ausreichende Datenübereinstimmung abgewiesen. Begeben Sie sich nach Omicron Lyrae, um sich denjenigen anzuschließen, die den Terranern ihre Hilfe bei der Integration in unsere Gemeinschaft anbieten wollen. Das ist diese angespannte Situation, von der ich euch erzählt habe. Also, sie selber erforschen die Gemeinschaft der Völker. Aber sie lassen keine ins Sonnensystem rein. Sie sind halt recht paranoid. Und das führt zwangsweise zu Spannungen. Aber gut, klicken wir OK. Diese Mission werden wir erst wesentlich später angehen. Das heißt, wir brauchen erstmal jede Menge Ressourcen, wir brauchen genug Schiffe, wir brauchen genug Stationen. Das können wir alles schön langsam angehen. So, wo wir gerade hier oben bei dem Feld sind. Ich habe eben gerade dieses hier übersprungen. Das ist mein Besitz. Da klicke ich mal kurz drauf. Ist noch nicht wirklich viel. Wir haben hier zwei Schiffe. Einmal unseren Merkur, den wir die ganze Zeit geflogen sind. Das ist ein Transporter. Das erkennt man an diesem Symbol hier. Und unseren Discoverer. Das ist der Aufklärer. Das ist Dreieck. Das ist die kleinste Form von Schiff. Das nächste wäre dann ein Dreieck mit einem Strich drunter, ein Dreieck mit zwei Strichen drunter. Aber da kommt man nach und nach ran, was für ein Schiff ist. Da kriegt man recht schnell ein Gefühl für. Dann kriegt man hier noch eine quasi Plakette mit deren Daten, die aber nicht wirklich wichtig sind. Hier sieht man dann die Schilde und die Hülle von dem Schiff und wo sich das Schiff gerade aufhält und welche Befehle es hat. Also man kann sehr viel automatisieren. Dabei könnten wir mit der richtigen Software diesem Discoverer jetzt sagen, bitte erforsche diesen Sektor. Und dann macht er das, bis er fertig ist und schickt dann eine E-Mail an uns, dass wir wissen, wir können ihm einen neuen Auftrag geben. Aber das kommt alles später. Wir können das Ganze auch noch filtern, nach Stationen, Schiffen, Staffeln und so weiter. Aber da wir nur zwei Schiffe haben, ist das momentan noch uninteressant. Wird aber später sehr wichtig sein. So, Klick weg. Dann haben wir hier noch meine Staffeln.
Das ist auch erst später wichtig, wenn man halt mehrere Staffeln aus Schiffen sich zusammenstellt, zum Beispiel fünf Jäger und irgendein Kreuzer, und die nennt man dann Staffel 1. Und wenn man irgendwann überfallen wird, sagt man der Staffel 1, bitte springen zu mir und verteidige mich. Zum Beispiel, das wäre für die Staffel interessant. Nachrichtenlogbuch ist interessant, um zu gucken, also was gerade passiert ist oder in letzter Zeit passiert ist, denn manchmal verschwinden einfach so Raumschiffe, die dann gewone-hittet wurden von irgendeinem großen Asteroiden oder von einer riesigen Fusionskanone. Das kann man halt hier nachgucken, wo das passiert ist. Ich klicke mal kurz auf. Bei mir sehen wir bisher nur, wir haben ein Ergonengebiet gefunden. Das ist der Nebel, wo wir gerade uns aufhalten, und die Nachricht, die wir eben bekommen haben. Also noch nicht wirklich viel. Dann haben wir noch Errungenschaften. Das sind Erfolge über Steam, wo hier schon ein paar auftauchen, die aus einem anderen Spiel von mir sind. Und zu guter Letzt noch erweiterte Optionen, wo man Kleinigkeiten machen kann. Also Statistiken exportieren ist halt auf den Server hochladen, so eine Art Schwanzvergleich. Tipps, man kann den Namen ändern, das ist sehr wichtig. Das mache ich gleich mal, denn ich will nicht Harry Gul heißen. Ich bin G. Rokan. So. Was hier noch einigermaßen wichtig ist, ist die Enzyklopädie. Die wird nach und nach gefüllt, je mehr man entdeckt, und dann kann man danach gucken, wo man was kaufen kann. Dafür könnte ich jetzt sagen, wir suchen Schiffserweiterungen. Okay, das bekommt man überall. Ich suche Schiffausrüstung. Ein Singularität-Zeitverzerrungsantrieb. Kann ich raufklicken, dann steht hier, wie groß das ist, was für eine Transportklasse das hat, also was für ein Schiff man braucht, um das transportieren zu können, wie teuer das ist, minimal, durchschnittlich, maximal und wo man es kaufen kann. Also den hier bekommt man auch in fast jedem Sektor, aber andere, etwas seltenere Objekte werden dann halt hier auch aufgeführt. Und wenn man die später braucht, kann man halt hier nachgucken, wo man hinfliegen muss. Dadurch spart man irre viel Zeit. Und bei den Völkern sieht man momentan halt nur drei Völker aufgelistet, was komisch ist. Den Terraner müsste ich ja eigentlich auch schon herkennen. Aber na gut. Momentan haben wir die Argonen, das sind die anderen Menschen, die wir halt sind. Die Boronen und die Piraten, was auch eigentlich nur Argonen sind, größtenteils. Oder Teladi. Aber zu den Rassen kommen wir nach und nach, wenn wir in deren Gebiete vordringen. So. Jetzt wird nochmal abgespeichert. Zack. Und wir sehen uns gleich wieder.